Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hier ist auch der Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, und bei dem Kran wird es natürlich lustig, wenn man natürlich immer erst gucken muss, wo man anfängt. Ich denke mal, die Anfangsmöglichkeiten wären entweder hier oder hier reinzugreifen. Und dass man zumindest halt dann einen von den Panzern da bekommt. Und da muss man natürlich gucken, dass man vielleicht die Marke hier rauszieht oder halt die hier. Wird ganz lustig, vor allem wenn man dann natürlich gucken muss, wie sich der Rest verhält. Ja, ich greife aber den linken Panzer mal, guck was passiert. Von der Form her sind sie nicht ganz so toll zum Greifen, bin ich ganz ehrlich. Ja, den habe ich natürlich auch nicht. Nee, garantiert nicht. Ja, man sieht halt hier das Problem. Man muss halt wirklich wohl, hier in, witzigerweise ist die mittlere Marke nicht die schwerste Marke. Aber, ja. Die Strategie habe ich hier leider nicht. Na komm, heben wir links drüber. Alles klar. Vielleicht schafft man es auch irgendwie so mit dem ersten Griff den rauszuziehen, aber irgendwie, das wird natürlich lustig. Ja, besonders der linke Panzer, der nervt mich so ein bisschen. Ich versuche mal hier die eine Marke hier rauszuziehen. Na, rausziehen und nicht reindrücken. Na, komm. Na? Uiui, das war knapp. Hätte auch wieder liegen bleiben können. Ja, gerade das linke hier, das nervt mich jetzt ein bisschen. Weil der Panzer, der... Also es kann vielleicht auch sein, dass er durchs Runterdrücken nicht gegriffen werden konnte. Okay, gut. Er hat sich richtige Form gebracht. Also 5 Runden gehen. Aber der erste Griff könnte wirklich besser sein. Also dann, dass man sagen könnte, vielleicht sogar mit 4 Runden. Sofern es jetzt noch klappt hier, dass ich die Marke hier rausziehen kann. Na? Müsste eigentlich möglich sein. Na komm, heb ihn fest. Das ist auch wieder interessant, dass er ihn dann an der Schulter noch ganz leicht festhält. Oder am Ellenbogen, sage ich mal. Aber ich bin zufrieden. Auch wenn es ein Kran ist, den ich nicht gerne spiele, bin ich ganz ehrlich. Na, vielleicht ein Bonus? Vielleicht ganz normal? Ganz normal, okay, eine Runde. Bisschen schade, weil heute sind zwar wieder viele Kräne da, die ich gerne spielen würde. Aber nicht so viele, wo man sagen könnte, mit einer Runde könnte man was machen. Und zwar gibt es ja noch diesen einen Mario and Friends Luigi-Kran mit den Boohoos, wo man einen Boohoo runterwerfen muss, damit ein weiterer erscheint. Und den mit nur einer Runde zu spielen ist natürlich eher lächerlich. Auch wenn man dazu sagen muss, dass da der Toad drin ist, der auch am anderen Kran drin ist. So, und dann gehen wir erstmal wieder die alten Sachen durch. Das ist auch wieder unser Kettenhund da, bei dem dann halt wieder der, Blooper oder die Bomb-Omb runterfällt. Und bei mir sind es heute beide gewesen, interessanterweise. Fragt mich nicht. Ich bin nur einmal nach links gegangen und dann wollten sie beide schon fallen. Also ein bisschen Glück ist da dabei. Das hätte ich gerne in 2 Runden gespielt. Vielleicht spiele ich ihn sogar auch in einer Runde und gucke, was passiert. Weil es müsste eigentlich auch irgendwie möglich sein, dass man die Flaschen so runterschiebt, dass sie halt alle die unteren berühren und dass die halt dann dabei runterrutschen. Ich hätte wirklich gerne 2 Runden, weil man dann bei der 2. Runde vielleicht ein bisschen mit Links- und Rechtsbewegungen arbeiten könnte. Aber es wird wohl hinauslaufen, dass ich den spielen werde, weil jeder andere Kran ist natürlich auch wieder so aufgebaut, dass mit nur einer Runde nicht groß was zu machen ist. Zumindest nicht, ja, jetzt sind wir schon wieder am Anfang. Wo man sagen könnte, gut, man spielt den jetzt einmal und dann könnte man beim nächsten Mal drauf verzichten. Aber hier gerade die, solche Kräne hier, die hier, das sind so die ganz linke Marke, ist die schwierigste Marke und ja, super, dann kannst du den dann immer wieder aufs Neue spielen, wenn du nicht genug Runden hast. Oder ich könnte natürlich auch versuchen, hier den Kirby hinten rauszuziehen. Wobei ich persönlich denke, selbst wenn man ihn bekommt, dass dieser Kirby hier die schwerste Marke ist, weil man hier nicht genau zwischen reingreifen kann. Und dann ist natürlich noch die Frage, ob dann die hier berührt werden. Man kennt vielleicht auch das Dilemma von mir bei A Link Between Worlds mit Yuga, der da oben links war. Ne, nicht Yuga. Yuga habe ich bekommen. Hier war der Hauptmann und der... Ich weiß nicht, wie oft er nach links und rechts gerutscht ist, bis er endlich mal gefallen ist. Das war furchtbar. Ja, und hier halt auch, leider. Da wäre vermutlich der Waluigi der schwerste. Könnte man vielleicht so machen, dass man hier Daisy nach unten drückt, dass dabei halt die ganzen Marken hier nach rechts gedrückt werden. Aber es ist natürlich auch die Sache, ob auch wirklich die Marken sich dabei lockern. Weil zwischen Donkey Kong und Wario ist ja Luft dazwischen.
heißt, dass wenn ihr den nach unten drückt, kann es vielleicht sogar sein, dass der, ja, dass der Greifer die Banane festhält. Und dann bewegt sich Wario keinen Meter. Ja, das hier war halt die Idee, aber ja, mit nur einer Runde, leider nicht, leider nicht. Oder halt hier sowas auch, dass man sagen könnte, gut, man lockert alle Marken und dann hat man lange Links- und Rechtsbewegungen, bis man es, ja, bis man halt es kompliziert hat. Man kennt es ja. Ja, und den brauche ich gar nicht zu versuchen mit einer Runde. Das ist mein schlimmster Kran seither, weil dieser Bowser nicht richtig greifen lässt. Ich habe mir sagen lassen, dass man ihn besser an seinen Füßen greifen soll, wenn man, also mit zwei Runden, dass man quasi einmal greift, dass dann hier die Hämmer weg sind und der Hammerbruder mit der Röhre. Und wenn er dann so liegt, dass man den dann irgendwie so, also wenn er liegt, hier so greift, dass man ihn dann quasi nur ein bisschen nach oben zieht und dass er dann quasi nach rechts wippt. So die Idee. Aber ja, muss natürlich auch klappen. Und den hier brauchen wir nicht zu spielen, weil dieser Blooper ist in einem anderen, einfacheren Kran. Zumindest einfacher in dem Sinn, dass man ihn mit einer Runde bekommen könnte. Ja, dann werden wir mal gucken, dass ich mir vielleicht hier ein paar Flaschen besorge. Wobei natürlich echt die Frage ist, wie greife ich rein? Weil, ja, also so viel wie möglich. Und am besten halt die unteren, damit die dann weg sind. Ich könnte natürlich auch genau mittig hier reingreifen, dass dann die beiden hier nach unten gedrückt werden. Aber ob das dann wirklich was bringt, ist natürlich die andere Sache. Wenn ich wüsste, wie ich damals reingegriffen hätte, dann, ja, dann hätte ich das jetzt nicht mehr nochmal so gemacht. Weil man sieht ja, ein paar Flaschen habe ich ja. Wobei die drei Flaschen hier natürlich die gleichen sind. Naja, komm, was bleibt mir anderes übrig? Ich greife jetzt einfach mal... Wie greife ich rein? Ich versuche mal so reinzugreifen, dass ich diese Flasche hier bekomme. Und zwar greife ich hier so rein, dass halt die blaue nach unten gedrückt wird und dass dann die vielleicht noch ein bisschen nach links geschoben werden. Und ja, die nach unten gedrückt wird und dann ich die hier bekomme. So die Idee. Ui, und der Kram wirklich sehr langsam, weil es alles unter Druck steht. Na, das war wohl kein guter Griff. Nee, das war überhaupt nichts, weil links leider die Marken noch fest sind. Okay, also merken, diesen Griff nicht machen. Ob man hier jetzt noch ein bisschen was mit Rechtsbewegung machen kann, weiß ich nicht. Es kann natürlich sein, dass, ja, sollte der Fisch unten locker sein. Na, mein Stuhl knackt wieder. So. Dass halt, ja, dass man den mit links Rechtsbewegung nach links schieben lassen kann, weil halt hier das unten Eis ist. Aber ich glaube, der Fisch ist fest, oder? Habe ich das richtig gesehen? Und wie gesagt, es würde keinen Sinn machen, wenn man keine Runde hat. So, aber gut, dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ich hoffe, dass nächste Woche es beginnt am Montag. Bin mir nicht hundertprozentig sicher mit einem neuen Let's Play. Und ja, ansonsten könnt ihr mir schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ich denke mal, 4 Runden sind machbar, wenn der erste Griff besser läuft. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.